Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited Adventure mit einer besonderen Folge. Als erstes nehmen wir uns heute mal Sanji vor. Wen sollen wir uns heute vornehmen? Ja, Sanji. Sehr schön. Und dann beginnen wir auch gleich mit der Ankündigung, dass ich endlich weiß, wo die letzte Schatztruhe ist. Besser gesagt, die vorletzte Schatztruhe ist. Die Schatztruhe, mit der man zur letzten Schatztruhe kommt, wenn das irgendwo, irgendwie, irgendwann mal Sinn ergeben hat. Ja. Es gibt doch nichts Schöneres als eine schöne Pizza am Abend und danach eine Runde zocken. Fühle ich mich gleich so unbeschwert. Ich glaube, ich penne gleich ein. Egal. Endlich! Ich habe schon mal die Position ausgescoutet, ob es wirklich stimmt. Und es scheint zu stimmen. Ich habe es aber noch nicht geöffnet, das heißt... Gut, ich weiß, was drin ist. Also... Lalalala. Ich weiß ja, dass uns noch eine Treasure Map fehlt. Deshalb... ist es wohl nicht arg schwer zu erraten, was in der letzten regulären Schatztruhe ist, die überhalb der Erde auftaucht. Hallo. Und wer hat's gedacht, in den Ruins? Nee, wirklich. Ich hatte schon das Gefühl, dass hier noch was drin ist, deswegen habe ich, glaube ich, diese Map auch schon relativ oft wieder besucht und mal durchgeschaut, aber da, wo es ist, hätte ich es echt nicht erwartet. Also, nee. Ohne Hilfe hätte ich das, glaube ich, nicht gefunden. Ich bin so ehrlich und gebe es mal zu. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich kurz mal im Internet nachgeschaut habe. Und zwar, hier sieht man es schon. Wie kommt man darüber? Einfach drüber springen. Wow. So hoch kann er sonst gar nicht springen. Egal. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Bam. Treasure Map 4. Wirklich? Really? Da ist die letzte Schatztruhe? Okay, das ist jetzt wirklich nicht arg schwer versteckt. Na gut, ich möchte mich nicht beschweren. Sondern ich gehe einfach wieder. Ich möchte mich jetzt erstmal um die Schatzkarte kümmern und dann werden wir trainieren. Ich hoffe, das ist so okay. Aber das ist sowieso nicht wirklich ein gutes Trainingsgebiet. Außer später eventuell, aber nee, hier sind viel zu viele Sniper. Außerdem haben wir es schnell wieder zurückgeschafft. Deswegen. Aha. Die treffen sich hier gegenseitig, also brauche ich mich um die da keine Sorgen zu machen. So. Schade, ich hätte eigentlich gedacht, dass am Sonntag schon das neue One Piece Opening kommt. Aber ich schätze mal, das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Na gut. Ich weiß, im Internet gibt es schon. Ich habe auch mal den Anfang angeschaut, aber ich möchte es mir eigentlich aufheben im konkreten Kontext. Also dann wirklich beim... Ja, ich weiß, es macht rein theoretisch keinen Unterschied, aber ich möchte es halt bei der Folge sehen. Wenn ihr das verstehen könnt. Aber ja. Den Anfang habe ich schon mal angeschaut. Das Lied gefiel mir jetzt nicht so. Keine Ahnung. Boom, boom. Es gäbe eine schnellere Möglichkeit, herunterzukommen. Ich bin nur gerade zu dumm, sie zu benutzen. Na gut. Dann werden wir wohl noch ein oder zwei Attacken gegen diese Typen da rauslassen. Auslassen, wie auch immer. Was auch immer man da richtig sagt. Hallo. Eins. Au. Au. Sehr schön. Bam, bam. Alle kaputt. Bam. Nein. Okay. Heal Powder. Fine by me. Welche Richtung? Ich glaube fast, dass hier jetzt ein Tick kürzer. Wobei ich mich da auch ziemlich irren könnte. Bam. Hallo. Wow. Bam. Nice. Kaputt. Reicht das? Nein, nicht ganz. Wow, können wir damit ein bisschen fliegen? Naja. Nicht direkt fliegen, aber einen sehr präzisen Sprung. Das gefällt mir. Okay. Irgendwie
Naja, nicht wirklich schneller oder sonst irgendwas, aber gut. Ich habe noch ein paar Befürchtungen, was die 100% angeht. Nichts, was jetzt meinen Run irgendwie unmöglich machen würde, aber definitiv erschweren würde. Boah. Bam. Aua. Au. Ja. Okay. Bam, 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 bam. Nein, immer noch nicht. Ich bin gespannt, was in der letzten Kiste drin ist. Ich meine, was können wir noch bekommen? Das müsste schon was Gigantisches sein. Ich habe eine Befürchtung. Ja, Befürchtung kann man es nicht wirklich nennen, aber eine Vermutung, was es noch geben könnte. Bam. Das wäre recht witzig eigentlich. Also, dadurch die 100% zu bekommen, wäre definitiv ganz cool. Durch die Level 10 habe ich jetzt irgendwie noch keinen Prozent bekommen. Also, keine Ahnung. Bekommt man dadurch vielleicht, also durch die Attacken Level 10 machen, bekommt man vielleicht insgesamt 1% oder so. Okay, hier. So. Ja, nicht so bitte. Okay, warte. Das kann ich besser an der Außenseite, okay. Siehste? Schon viel besser. Irgendwie. Leicht, vielleicht. Ah. Okay, Leute. Was ist da drin? Flame Shell. Wow. Okay. Meine Vermutung hat sich gerade in Luft aufgelöst. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich beinahe alles. Das heißt, ich gehe mal kurz zurück ins Lager und schaue nach, wie viel das an Prozent ausgemacht hat. Aber komm. Hallo. Bam. Aber wir können trotzdem auf Sanji trainieren. Bam. Bam. Naja. Nicht ganz so epische Schatztruhe. Wobei, wenn wir sie früher gefunden hätten, wäre es vielleicht ganz cool gewesen. Aber dann war es wohl nur meine Dummheit. Bam. Ah. Aber Sanji lässt sich sowieso sehr leicht trainieren, weil alle seine Attacken ziemlich gut sind. Und relativ häufig treffen. Also beinahe immer. Sehr schön und meistens sogar mehrere Gegner treffen. Also ja, im Nahkampf ist Sanji definitiv cool. Hallo. Aber mit euch möchte ich mich gerade nicht rumschlagen. Hallo. Wow, wirklich? Das ging jetzt zu schnell. Bam. Bam. So. Bam. Aua. Oh. Mann, oh, wieso gibt's mir nichts? Ach, da. SPHP. Habe ich schon mal erzählt, wenn man die Gegner betäubt, also durch ein Breakpoint oder wie das Ding heißt, also durch die maximale Combo-Liste, nicht tötet, sondern nur verletzt, hat man eine Chance, sie zu betäuben. Dann kann man sie auch noch später besiegen und man bekommt die SPHP. Ganz gut zu wissen, auch wenn es mir jetzt praktisch eigentlich nichts hilft. Naja, meine Virendaten manchmal wieder. WTF? Wie oft bringt Abbas ein Update raus? Mensch. Irgendwie im gleichen Takt, wie ich aufnehme. Naja, egal. Das heißt, wir haben jetzt alle Schätze. Wow. Wuhu. Eventuell gibt es noch einen Schatz durch den Survival Mode. Aber wenn ich jetzt nicht wirklich dran glaube. Na gut. Dann schauen wir mal kurz nach. Wir können hier auf jeden Fall nichts mehr bauen. Nö. Nö. Das heißt, ich gehe mal kurz ins Hauptmenü. Und ich speichere während der Episode, ja. Badass.
Dum-dum. Wenn jetzt nicht mindestens 84% kommt. 84%, okay. Da, heck. Okay. Übrigens haben wir jetzt auch die 60-Stunden-Marke oder 60.30 geknackt. Naja. Gibt's. Okay, wir machen aber gleich weiter mit Sanji. Mit dem kann man definitiv noch einiges trainieren. Also hoffe ich natürlich immer noch, dass wir relativ schnell noch mehr Prozent bekommen. Ja, ich gehe gerade nochmal in Beach Zone, weil man da so gut trainieren kann. Joa. Und dann eventuell über Ruin Zone wieder zurück oder so. Jungle Zone mag ich irgendwie nicht, auch wenn man da relativ gut trainieren kann, aber das ist so verwinkelt. Also hier einfach ein bisschen trainieren. Hallo. Bam. Ich glaube, hier kann man mit Sanji sehr gut trainieren. 1, 2, 3. Bam. Nein. Nein. Okay. Ich glaube ja. Ich glaube, ich mache das tatsächlich mal kurz. Bisschen was. Ja. Ich meine, das ist die beste Training-Session und ich erwarte jetzt auch keine Schatztruhe mehr. Also. Wahrscheinlich kriegt man dann die Prozente tatsächlich, wenn man einen Charakter voll gelevelt hat. Das wird es wahrscheinlich sein. Und dann gleich 2%. Wir haben jetzt noch 14. Wir sind... Wartet kurz. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja. Okay. Hier. Die beiden hätten wir fast voll. Okay, ich glaube, Sanji lässt sich relativ leicht auf Level 10 bringen. Das heißt, ich werde diese Theorie mal an Sanji... testen. Kurz anders hinsetzen. So. Das heißt, ich werde Sanji trainieren, bis er voll ist. In allen Attacken. Weil er so gut wie voll ist bei allen Attacken. Bam. Bam. 1, 2, 3. So. Bam. Sehr schön. Alle tot. Richtig. Jo. Das soll es auch sein. Okay. Passt schon. Schupp. Das heißt aber auch, dass wir bald hoffentlich so mal gegen Ende des Spiels kommen. Oh Mann. Das ist immer so ein schönes Gefühl, dann 100% zu erreichen. Ich weiß noch gar nicht, wie sich das anfühlt. Level 10 für die erste Attacke. Flanschert Level 7. Long and Pot. Was? Launch and Pot Green. Ach, egal. Bam. Das haben wir schon richtig. Okay. Nee, schütteln haben wir noch nicht. Alles außer R. Okay. Kann man tun. Es gibt aber, glaube ich. Na, es geht mit der Erfahrung. Eigentlich ist es gar nicht so viel. Also ich werde es vielleicht noch 2-3 Mal versuchen. Und dann mache ich mich auf in ein anderes Gebiet. Ja. Endgegner brauche ich da nicht zu probieren. Am besten da, wo viele Gegner auf einmal sind. Come on. 1, 2. 1. Autsch. 1, 2. Wahrscheinlich mit unserer Level 3 Attacke. Ach, die haben wir auch noch. Ja. Au. 1, 2. 3. Das gibt's natürlich auch noch. Ups. Nein. Nein, lasst ihn in Ruhe. Ich will euch nicht töten. Oh. Lasst mich in Ruhe. Na, oh, Mist. Okay, dann gehen wir mal kurz das Gebiet noch durch. Es sind ja noch einige Gegner zum Töten. Bim, 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 bim. Irgendwie tut sich mein Mikrofon in letzter Zeit selber einstellen. Aua. 1, 2, 3. So. Kein SPHP irgendwie. Das war's schon. Bist schwach. Du auch. Ha, sollen wir mal ein episches Face-Off zwischen dem Okama King und dem Frauenheld machen? Na, das haben wir letzte Woche schon. Bam, bam, bam.
Eins, zwei. Au. Hey. Don't shoot me off the cliff here. Eins, zwei. Damn. So.